So, hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht es bei uns mit Murdered Soul Suspect. Da ist der Chris wieder zurück, hier auf dem Friedhof. Live-Kamera und Action und so. Huch. Mal gucken, was es... Huch. Hier so Feines gibt. Sie scheint weiter nach oben zu sein. Huch. Huch. Da ist ja tatsächlich wer... Ganz viele Huchs. Hast dir einen ruhigen Ort zum Lernen ausgesucht? Bist du auch drauf reingefallen? Wann lassen die mich hier raus? Ich bring diese Verbindungstypen um, sobald ich hier rauskomme. Oh nein. Naja, wann hast du das letzte Mal versucht, einfach rauszugehen? Könnte einfacher sein, als du es in Erinnerung hast. Ach ja? Wie das? Die Tür lässt sich nicht von innen öffnen, du Genie. Du wirst schon noch drauf kommen. Ja, versuch's einfach mal. Einfach mal nach der Türklinke... Türklinke greifen? So, da geht's nicht hoch. So, was macht ihr hier? Hier ist Travis, der Geisterjäger, und wir sind in Salem. Es ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof bald noch voller werden wird. What the Travis, fuck? Meinst du nicht, dass es etwas übertrieben? Erinnerung der Profilerin, Joyce Mutter fürchtet, dass der Glockenmörder noch viele Male zuschlägt, bevor er gefasst wird. Okay, cut. Dwayne, wie oft habe ich dir das schon gesagt? Korrigier mich nicht bei laufender Kamera. Aber das kannst du in der Show nicht sagen. Da lachen die Leute uns doch aus. Oh Mann, gerade wegen der Übertreibungen schalten die Leute ein. Okay, tut mir leid. Fang nochmal an. Alles klar, Kamera ab. Travis, der Geisterjäger hier und wir sind in Salem. Wie ihr wisst, ist es wahrscheinlich, dass sich an diesem Ort bedingt durch seine gewaltsame Geschichte paranormale Aktivitäten häufen. Was? Was war das? Definitiv ein paranormales Ereignis. Klar. Ich habe es auch gehört. Hier ist eine Präsenz. Ein Geist. Hallo? Versuchst du mit uns zu kommunizieren? Warte, jetzt ist es da drüben. So eine Spinner. Wenn du doch bloß wüsstest, wovon du da sprichst. Wer guckt sich sowas an? Einfach die Kamera halten. Ich hoffe, ich habe das Mondlicht im Rücken. Nein. Ich muss dieses Mal tougher klingen. Das ist der Moment, wo ihm auffällt, dass der Himmel scheiße aussieht. Ja, also so ist das noch alles ganz hübsch. So auch, so auch. So geht's auch noch. Aber wenn man ganz nach oben guckt, sieht man, dass sich das da oben zu diesem Punkt da zusammenzieht. Nein. Nein. Hallo. Jetzt. Kann ich nicht mit ihm reden? Ah ne, er macht nur... Okay. Gut, dass ich so paranoid bin. Nein! Drei Stück! Wow. Das tut nicht Not, Leute. Thank you.
Alter. Manu! Mann! Tu das Note! Weil ich gerade so störe, weil ich so übelst konzentriert bin. Okay. Ich weiß nicht, wo A ist. Oh. Wenn man in dem Moment vergisst, wie die Tastatur funktioniert, ist das natürlich sehr unangenehm. Ich habe schon resigniert. Man hat viel mehr Zeit, als man denkt. Hier draußen. Ach, und ja, ihr seid hier die ganze Zeit oben und... warmere Jacken anziehen sollen. Und... glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen... Oh, du meinst unser Football-Team. Okay. Ich denke, wir haben gute Chancen. Ihr verbringt viel Zeit beim Training. Muss nett sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja, ist nett. Ganz schön kalt hier. Deine Jacke sieht richtig warm aus. Ja. Spaß. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Schön, dass sie sich für Football interessiert. Bin ich froh, dass sie nur reden will? Mann, ich werfe mich ihnen doch schon an den Hals. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Er möchte nichts von dir. Nein, okay, William Pynchon, 1723 bis 1789. Na, okay. Und was ist, wenn ich da jetzt da so komisch runtergehe, da komme ich hier dann nie wieder zurück, oder? Ja, oder so. Nee, da ist sie lang. Ich gehe erstmal hier hinten lang. Aber wie jeder weiß, wir müssen immer dahin, wo wir... Ich bin mir sicher, dass hier in der Gegend Geister von Hexen unterwegs sind. Hey, klingt gut. Hier ist nichts. Oh. Hier werfen sie aber immer mit den Dingern um sich. Jägermeister.
Ja, den hier mag ich. Was steht da? Kann man nicht lesen, oder? Jungs sind gar nicht so kompliziert. Nicht? Das wird eine super Nacht. Keine Spielchen. Was für ein tolles Mädchen. Oh. Gut, na dann können wir ja weiter. Hier haben wir alles gesehen, würde ich meinen. Bestimmt habe ich die Hälfte vergessen. Ich kenne mich doch. Eine Krähe. Das irritiert mich ja, dass hier hinten nichts ist. Das irritiert mich ja. Gar nicht gruselig hier. Ganz normaler Weg. Gibt's auf jedem Friedhof. Was sind das für Zettel, die wir immer so finden? Also wie kommen die da hin? Ist das so ein Geisterding? Ich weiß es nicht. Rex Meinung zu Ronins Vorstrafenregister. Ich erzählte Rex, was Ronin mir über seine kriminelle Vergangenheit erzählt hatte. Er sah besorgt aus, aber nicht wegen meiner Sicherheit. Er weiß bloß, wie schwer es ist, sich ein Leben aufzubauen, wenn man ein Vorstrafenregister hat. Selbst wenn du vollständig geläutert bist, geben dir die Leute keine Chance. Das zu hören weckte in mir ganz neue Sympathien für Ronin. Er arbeitet so hart, um sich ein Leben zu schaffen. Ich werde sorgfältig darüber nachdenken müssen. Tja, dann mach das. Das ist alles ein merkwürdiges Fleckchen Erde hier. Ah, sie führt mich zum Ort, wo sie gestorben ist. Plakette des Friedhofs. Der ursprüngliche Friedhof war viel kleiner als heute. Aufgrund seiner Nähe zum Wasserweg wurde er in seiner Geschichte zweimal für die Quarantäne genutzt. Einmal 1665 für Immigranten aus England, die auf ihrer Reise über den Atlantik an der Beulenpest erkranken. Und einmal für Arbeiter aus am Panama-Kanal, meine Güte, die 1904 an Gelbfieber erkranken. In beiden Fällen wurden die Opfer nahe des Friedhofs beherbergt und als sie in großer Zahl starben, wurde der Friedhof erweitert. Ja, schön. In Klammern nicht. Nee, also so viel Friedhof tut nicht Not. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, sie hilft uns doch auch. Da, die Glocke an ihrer Hand. Ja, ich bin Polizist. Nein, es war ein Polizist. Oh nein, oder? Da war sie gefesselt. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Weil sie nicht reden kann. 0 von 1 Hinweis. Der Riss. What the fuck? Wie eine Hexe. Ich wusste es. Der Glockenmörder. Aber warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey. Schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Sie will es dir doch zeigen. Nimm ihren Arm. Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Du musst es wissen. Nimm hin den Arm. Was machst du da?
Du bist es? Was heißt, du bist es? Sie hat ihn gesehen. Was? Er hat was auf dich gemalt. Sein Symbol. Es muss was bedeuten. Oh nein. Wenn das jetzt irgendwelche Dämonen gerufen hat, dann muss ich leider schreien. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Jetzt sag nicht, ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Uns erstmal ein bisschen um. Oh nee. Nein, nicht noch mehr von den Viechern. Ist noch ein Zettel? Wir rauchen Drohnen. Die Sargnäger bringen Ronen noch in ein frühes Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontiere ich ihn damit. Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammten Dinger auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensibelste Antwort. Aber Ronen ist Ronen. Und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt. Das stimmt. Guck mal, die machen Picknick. Da sind wir ja schon wieder.